Gut, fangen wir an. Ich sage nichts erstmal zu diesem ersten Slide. Ich komme darauf zurück. Gustav Mahlers Interpretation des Fidelios an der Wiener Hofoper, Premiere am 4.10.1904, gilt als eine der bedeutendsten in der langen Geschichte dieser, in Mahlers eigenen Worten, Oper aller Opern auf der Bühne. Bitte merke, ich sage Interpretation, Mahlers Interpretation, nicht Aufführung oder Produktion oder gar Wiedergabe. Wiedergabe ist ein Terminus, der als Gegensatz zur Interpretation von der Musikwissenschaft verwendet wird, um das damalige revolutionäre Wirken Mahlers als Operndirigent hervorzuheben. Warum Interpretation? Interpretation insofern, als Mahlers Fidelio entscheidend mit Aufführungstraditionen brach. Und aus dem Bruch allein ergab sich, wie die damaligen Kritiker auch einsahen, eine neue Interpretation. Man sprach von einem neuen Fidelio. Die Kritiker und das Publikum mussten sich auseinandersetzen mit Eingriffen in der Satzfolge, neuartigen Bühnenbildern, Beleuchtungseffekten, neuartige Stellungen, Bewegungen der Einzelpersonen und Gruppen auf der Bühne und mit einem neuartigen musikalischen Vortrag. Interpretation auch war eine klare Tendenz aus allen Aspekten der Aufführung hervorgeht. Eine intensive, psychologisierende Darstellung menschlichen Sehnens und Leidens und der Ohnmacht der Staatsmacht gegenüber. Sehen Sie den Entwurf für die Kulisse zum zweiten Teil des ersten Akts. In diesem Augenblick hat Leonora soeben Pizarros Rache-Aria gegen Florestan vernommen. Das Bild lässt keinen Zweifel. Was kann die Einzelperson, auch eine Heldengestalt wie Leonora, gegen den brutalen, in Steinen verkörperten Staat erreichen? Das Bild malte Alfred Roller, der in Absprache mit Mahler die Bühnenbilder, Lichtgestaltung und Kostüme entwarf. Mahler holte Roller, von Hause aus ein Kunstmaler und eine Leitfigur der Wiener Sezession, zu der Oper in 1903. Arme Mahler hat ihren Mann in den Kreis der Avantgarde-bildenden Künstler und Literaten in Wien eingeführt. Vorher soll Mahler kein besonderes Interesse an Bühnenbildenden, überhaupt an den bildenden Künsten gehabt haben. So wichtig war Rolles schöpferischer Beitrag zu ihrer Zusammenarbeit und Fidelio an den anderen Opern, wie etwa Tristan 1903. Und dieser Beitrag war durchaus von der Presse anerkannt, dass es angemessen wäre, von einem malerrollerischen Fidelio zu sprechen, anstatt wie üblich alleine von einem malerischen. Darüber hinaus veröffentlichte Roller einige sehr wertvolle Schriften über seine Arbeit mit Mahler. Das sind die zwei Schriften und die sind sehr ergiebig, ein Forscher. Es war wohl aber Mahler gewesen, der einige strukturelle Änderungen in der Reihenfolge der musikalischen Nummer vornahm. Gestrichen wurde die Gold-Aria Roccos, Nummer 4, weil, wie Roller später erzählte, ihr fehle der nötige Gravitas an sich und insbesondere nach dem feinsinnigen Quartett gleich davor. Ein Rückfall in die Buffelwelt der ersten zwei Nummern dürfte nicht stattfinden. Jahrzehnte später folgten etliche sogenannte Regietheaterregisseure diesem Vorbild. Manche strichen auch das Duett zwischen Marcellina und Giacchino. Und stellen Sie sich vor, Wieland Wagner ließ auch Marcellinas Arie weg. Die Oper begann mit dem Quartett in seiner in Neubayreuther Stil gehaltene Inszenierung für die Stuttgarter Oper 1954. Ich bin nicht überzeugt, dass Mahler eine kluge Entscheidung getroffen hat.
die grob lustige Arie Rocco's mal plastisch seinen Charakter, dessen Unterwürfigkeit mit gesundem Realismus und Zynismus durchtränkt ist. Mahlers andere musikalische Änderung, also Satz in Bezug auf Sätze, Änderung ist Ihnen vielleicht bekannt. Er setzte die dritte Leonore-Ouvertüre für das Finale des zweiten Akts und ernte dafür brausende Beispiele zwischen dem großartigen Duett Florestan und Leonore und dem Finale. Diese Tat wird oft als geniales Novum gepriesen. Tatsächlich hatte es schon Präzedenzen dafür gegeben. In Wien hatte sie Otto Nicolai bereits 1842 als Zwischenaktmusik aufgeführt. Unter Hans Richter, Mahlers Vorgänger in Wien, verdrängte sie die Fidelio-Ouvertüre als Einleitung zum ersten Akt. Auch wurde sie gelegentlich nach dem Finale des zweiten Akts gespielt, zum Beispiel unter Hans von Bülow. Schließlich und schon im Jahr 1849 in Amsterdam und London antizipierte Karl Anschütz Mahler direkt als Zwischenmusik zwischen dem Duett und dem Finale. Dennoch etablierte sich die Praxis erst nach Mahlers Aufführung 1904 und galt künftig als seine Innovation. Ich kann ein bisschen mehr erzählen zu dem, was spätere Dirigenten gemacht haben. Aber ich möchte fortfahren, damit wir nicht in Zeitverzug kommen. Wir konnten darauf zurückkommen in der Diskussion. Eine andere Abweichung von der Partiturvorlage betrifft die Kürzung von längeren gesprochenen Texten. Solche Eingriffe waren aber Routine und wiegen leicht im Vergleich mit den üblichen Kürzungen oder Weglassungen, ganze Nummern oder längere Passagen, etwa in Wagners Opern, vor Mahler natürlich. Jetzt wollen wir uns mit Rolles Arbeit näher befassen. Seine Bühnenbilder wurde von dem Hofoper-Veteran Carlo Bioschi gebaut, dessen eigene im sogenannten Makart-Stil aus dem Jahr 1876 die ersten neuen in Wien seit der Uraufführung 1814 gewesen waren und noch bis 1904 verwendet wurden. Wieder zweites Bild des ersten Akt, das ist Rolle hat das gemalt. Und jetzt Bioschi, Gefängnishof. Und das sah man im Theater zwischen 1876 und 1904. Eine ganz andere, ja, man braucht es gar nicht in Einzelnen zu erklären. Man sieht es, es fällt so auf. Sie sahen schon das erschütternde Bild von Leonora vor der felsenartigen Mauer. Wäre die Wirkung so ergreifend, wenn sie vor einer Mauer stünde, die mit dem üblichen architektonischen Vierlefanz des 19. Jahrhunderts versehen wäre? Ich glaube nicht. Aus diesem Vergleich wird klar, wie ein Bild nicht nur ein dekorativer Hintergrund bleiben muss, sondern einen aktiven Beitrag zu Drama leisten kann. Die drei anderen Szenenbilder waren auch so konzipiert. Die Handlung vor Pizarros Auftritt erfolgt nicht mehr im Hof, sondern in Roccos gemütlichen Stuben. Ich spreche jetzt von dem ersten Bild des ersten Aktes. Das ist Roccos Stube. Normalerweise sollte das im Hof vor der Stube stattfinden, aber Mahler und Roller hat's in die Stübchen verlegt. In der Stube und nur dort dürften einige bescheidene, herkömmliche, dekorative Details erscheinen. Auf Mahlers Wunsch hin steht ein Blumenstrauß im Zimmer.
um die kleinbürgerliche Idylle des Kreises um Rocco hervorzuheben. Das ist interessant, wir verweilen nicht lange dabei. Das ist Metropolitan New York, das ist ein Foto. Maler hat Fidelio in New York einige Mal dirigiert und die Bilder von Goller wurden nachgebaut. Das Kerkerbild Anfang des zweiten Aktes weicht auch stark von der Tradition ab. Sie sehen hier einen überarbeiteten Entwurf. Der erste Versuch, berichtete Roller, sei Maler zu groß und detailliert gewesen, zu sehr Nibelheim. Das neue Bild für das Finale des zweiten... Augenblick mal, was ist hier los? Das neue Bild, was wir hier sehen, bestand aus einer schlichten Steinfassade, fast ohne architektonische Details. Die Wände und Böden waren mit schwarzem Samt bedeckt, auf den dunkel leuchtende Schwarzlederlumpen angeklebt worden, um Wasser in einer Höhle zu suggerieren. Das ist wiederum ein netter Vergleich zwischen Rollers neuartigen Bild und eine herkömmliche, hier Castle 1830. Das ist fast gemütlich im Vergleich zu dem, was Roller schuf. Das Bild für das Finale des zweiten Akts unterstreicht die Idee der Freiheit, auch im körperlichen, physikalischen Sinn und die spontane, untergeordnete Freude. Wir vergleichen Rollers Bild, das ist nicht von Roller, wie Sie sehen, mit dem von einer Aufführung 1935 an der Staatsoper Berlin von Karl Sievert. Sein Bild zeichnet eine strenge, symmetrische Formalität aus, die strenge Rationalität des Absolutismus symbolisch wiedergebend, wie auch die Ergebenheit der Untertanen gegenüber des Staatsmachts. Ohne ganz auf Mauerwerk zu verzichten, verschiebt sie Roller in den Hintergrund. Das Gefängnis büßt nun viel von seiner Macht ein. Es obsiegt die freie Natur, in der die Gefangenen sich frei bewegen konnten. Sie werden tatsächlich frei. Sie und das Volk dominieren die Bühne. Der Hochadel Fernando steht nicht mehr im Mittelpunkt. Es ist ein sehr politisches Bild. Es unterstreicht Freiheit. Es ist aber nicht plakativ. Es drängt sich nicht auf wie eine Berliner Mauer, ein KZ oder Bilder von linken politischen Gefangenen, die man alle in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts auf der Fidelio-Bühne im Regietheater Aufführungen sah. Für die Kostüme, spanische Tracht und Uniformen, der blutdürstige Mörder Pizarro natürlich im Rot, die Gefangenen in modrigen Lumpen, wie Roller sie beschreibt, und die Beleuchtung trug Roller auch die Verantwortung, natürlich war Maler daran auch beteiligt. Roller bekannte sich zu Adolf Appius bahnbrechende Behandlung der Leuchteffekte. Elektrische Beleuchtung, hat es in einigen wenigen Theatern seit ca. 1870 gegeben. Noch um 1900 war ihre Verwendung kontrovers. In Wien hatte die Oper schon vor der malerischen Tristan-Inszenierung 1903 eine moderne elektrische Ausrüstung, wie auch eine Drehbühne, angeschafft. Selbstverständlich bilden die Bilder die Beleuchtung an die Stellungen und Bewegungen der Einzelpersonen in der Gruppe eine von der musikalisch-dramatischen Situation und Dynamik hergeleitete Einheit. Ein Strahl warmen Sonnenlichts zum Beispiel fällt durch Roccos Fenster für das Quartett.
Erst dann werden die vier Personen von ihren Hoffnungen und Ängsten aus den Herzen singen. Durch die fast vollständige Dunkelheit, Todesdunkelheit im Kerker, während Florestans Arie und des Anfangs des Melodrams zwischen Rocco und Leonora, erschienen die Personen mehr als Schatten dann als Körper. Oh, ja, das ist eine hübsche Zeichnung, die Roller machte. Ich komme zu den Zeichnungen und Gemälden zurück. Aber das, und dann hat er ja auch mit Anweisungen, was geschehen soll. Oho, was ist nun los? Pardon. Jetzt will die Seiten nicht mehr wechseln. Augenblick mal, Entschuldigung. Ah, jetzt sind wir dran. Gut. Durch die fast vollständige Dunkelheit, Todesdunkelheit im Kerker, während Florestans Arie und des Anfangs des Melodrams zwischen Rocco und Leonora, erschienen die Personen mehr als Schatten denn als Körper. Zuerst wirft nur Roccos Laterne Licht, aber allmählich, als sich die Ereignisse zuspitzen, wird es etwas heller, ein klein bisschen. Ich weiß das, weil ich Rolles Anweisungen gelesen habe. Es wird etwas heller, aber nicht sehr hell, auch nicht während des Duetts von Leonora und Florestan, wo man es vielleicht erwarten konnte. Sie singen immerhin noch im Kerker und haben Angst trotz ihrer Freude. Nach dem Duett, wenn Rocco wieder in den Kerker hinuntergeht, schließt sich der Vorhang langsam und alle Lichter erlöschen. Der Saal ist vollständig dunkel, als die Overture vor dem Finale ansetzt. Im Finale, selbstverständlich, feiern Volk, Gefangene und Leonore unter viel Licht, wie wir vor kurzem gesehen haben. Was wir dort nicht sehen, ist eine strahlende Sonne tief oben und tief im Horizont. Darauf haben die verzichtet. Viele Bilder geben das genau dieses Bild, sehr auf Utopie. Vielleicht haben sie das als kitschig empfunden. Das sind mehr Zeichnungen von Roller, die wir, wenn wir Zeit haben, uns angucken können. Auch die Farbtöne ändern sich im Zusammenhang mit dem Spiel von Licht und Dunkel in der dramatischen Situation. Hierbei lohnt es zu wissen, dass Mahler schon früh in seiner Wiener Zeit auf die Löschung der Beleuchtung im Saal während der Aufführung bestand. Dafür widerfuhr ihm empörte Kritik, obwohl der verdunkelte Saal eine Voraussetzung für die effektvolle Bühnenbeleuchtung schuf. Es geht immerhin in Fidelio unter anderem um das nach Rollos Formulierung von Nacht zum Licht. Die Quellen für diese kostbaren Inszenierungsdetails sind literarischen Schilderungen von Roller und anderen Zeitzeugen und auch aus den wunderschönen Primärquellen, aus denen sie schon einige Abbildungen sahen, den Gemälden von Roller und die Zeichnungen aus einem sogenannten durchschossenen Klavierauszug, genannt Regieauszug, in dem Roller seine sehr detaillierten Zeichnungen und Einweisungen für die Lichtgestaltung und Bühnenbewegungen eindruck. Dieser Auszug, in dem auch leere Blätter zugefügt worden sind, befindet sich, wie auch die Gemälde, im Theatermuseum in Lobkowitz-Palais. Es ist sehr schön, das Buch in die Hand zu nehmen.
Allerdings hat Roller dieses Buch für eine Produktion unter der musikalischen Leitung von Bruno Walter, Walter war Mahlers Assistent in Wien und dann dirigierte Mahler in Berlin an der Städtischen Oper Fidelio, und sie haben die Bühnenbildung auch dort nachgebaut. Also das Regiebuch, aus dem diese Bilder sind, ist eigentlich präpariert worden für eine Berliner Aufführung, nicht für Wien. Warum darf ich dann diese Bilder als repräsentativ für Wien gelten lassen? Weil die Skizzen und Einweisungen in ihm mit Rollers Beschreibungen in seinen Aufsätzen und den Gemälden aus 1904. Die Gemälde sind aus 1904. Es sind die Seiten in dem Buch, das ich sie die ich gezeigt habe. Sie sind nicht aus 1904. Viele Aspekte der schauspielerischen Bewegung, der Mimik und der Gesten sowie der Körperhaltung bestimmte Maler. Während der Proben sprang er oft auf die Bühne und wies seine Darsteller in diesen Belangen sowie auch in der Aussprache und Akzentuierung der Texten an. Sein Ziel war die Eliminierung der in seinem Urteil extravaganten Übertreibung der Schauspielkonventionen des 19. Jahrhunderts. Bezüglich des Gesangsvortrags verbannte Maler improvisierte Verzierungen, eine Tat, die der Malerexperte Kurt Blaukopf mit der Architektur von Adolf Loos verglich. In einem im Jahr 1908 erschienenen Aufsatz Ornament und Verbrechen, das ist ja ein polemischer Titel, Ornament und Verbrechen, erklärte Loos, der Verzicht auf Ornamentation sei, Zitat, ein Zeichen geistiger Kraft. Rollers Bilder zählen von derselben ästhetischen Haltung, eine Haltung, welche Maler in einem Statement in einer Wiener Zeitung im September 1903 in Zusammenhang mit Tristan formulierte. Ich fasse zusammen und zitiere Manchester recht. Maler, alle moderne Künste müssen dem Theater dienen. Nötig ist das Zusammenwirken. Die überlieferten Formen wirken und gelten nicht mehr. Der moderne Inszenierungsstil muss die totale Revitalisierung des Kunstwerks herbeiführen. Man hört Gesamtkunstwerk-Klänge, Beiklänge da. Man hört auch antizipierende Klänge von Worte von Regie-Theater-Regisseuren nach 1970. Unser Beispiel für dieses Zusammenwirken ist der Gefangenenchor des ersten Akts. Grundsätzlich strebten Maler und Roller eine Dynamisierung der Bühnenaktion an. Roller fand die traditionelle, in seinen Worten alberne Gestaltung des Gefangenenchors zu statisch. Tradition war, während der Orchestereinleitung trat der Chor geschlossen auf die helle Bühne, gruppierte sich in einem Halbkreis und sang. Maler und Roller ließen sie, Zitat Roller, langsam einzeln zu zwei oder drei aus der Tiefe herauftaumelnd, des Gehens ungewohnt, geblendet von Tageslicht, benommen von der freien Luft, an der Mauer tastend, erdfarbene, arme, leidende Würmer. Wow. Roller berichtete, dass Maler mit diesem Konzept prinzipiell einverstanden auf das Problem hinwies, den ganzen Chor in dieser Art rechtzeitig auf die Bühne zu bringen. Man eignete sich darauf, dass zunächst nur ein Doppelquartett erschien und während sich nach und nach der Chor vervollständigte, natürlich im Einklang mit der musikalischen Intensivierung des Chors.
Das ist genial. Die Gefangenen in Ketten halten einander fest. Sie sollen als Masse, nicht als Individuen erscheinen. Was für eine Dramatik. Was für ein radikaler Bruch mit der üblichen Praxis. Ein Bruch, der auf heftigen Widerstand innerhalb des Opernpersonals, einschließlich des Chorleiters und der Presse stieß. Mahler wurde deswegen wütend. Es war wohl diese Szene, die ihn zum vernichtenden Spruch bewegte, während einer Probe, was ihr Theaterleute Tradition nennt, das ist eure Bequemlichkeit und Schlamperei. So, das war der Zusammenhang für diesen Ausspruch. Das sind wieder einige Seiten aus dem Probebuch. Wo ist mein Cursor? Ich habe keinen Cursor. Sehen Sie links oben diese rote Kreisel mit Pfeiler, das ist Licht. In der Mitte die kleine Quadrate, da sind Personen. Leider habe ich kein Gemälde von diesem. Er ist kein Gemälde. Und jetzt gehe ich zu einem anderen. Ja, okay. Ja, das ist fein. Jetzt, da sind Bühnenbewegungen. Sie sehen, wie die rauskommen. Ich weiß nicht, ob Sie solche durchschossene Klavierauszüge kennen. Wenn Sie sie nicht kennen, das ist sehr interessant, sehr schön. Man kann sehr viel erfahren daraus. Und die sind auch einfach schön anzusehen. Jetzt, hier ist der Tenorsolo ganz unten und sich um den Tenor herum. Okay. Wie ist es mit der Zeit? Oh, nicht schlecht. Okay, das ist gut. Das Finale endet damit, dass die Gefangenen wieder in ihre Zellen kehren, während sich Rocco und Leonora auf ihren Gang in den Kerker vorbereiten. Im allerletzten Bild steigen sie die Treppe. Ich dachte, ich hatte das. Augenblick, nee. Es tut mir leid, aber das ist ein schönes Bild. Wo ist das? Ah, na gut. Sorry. Steigen die Treppe hinab in die Treppe hinab. Das zuerst helle Sonnenlicht während des Chors, schon eine Weile im allmählichen Löschen begriffen, geht aus. Nur noch flackert Roccos Laterne. Die Musik selbst geht immer tiefer und auch leiser bis zu einer Piano Pianissimo. Das heißt, dreimal P. So endet der erste Akt elegisch und ominös zugleich. Und alles spielte zusammen mit Musik, Beleuchtung, Bühnenbewegungen. Bis jetzt konnte ich von empirisch nachweisbaren Aspekten der Produktion sprechen. Freilich dürfte das eine oder das andere Detail, das sind Zeichnungen im Gemälde, in der Realisierung etwas anders als in den Entwürfen erschienen sein. Aber immerhin verfügen wir über die Darstellungen der Schöpfer. Dass man keine Fotos machte, wundert mich. Wenn man Fotos gemacht würden sie sich bestimmt in dem Theatermuseum befinden. Ich bin sicher, dass man nach solchen Fotos schaute. Sehr schade. Aber jetzt befassen wir uns mit der Musik, mit Mahlers Dirigieren. Und es wird schwierig. Was können wir über die musikalische Aufführung in Erfahrung bringen und wie? Das ist die grundlegendste Herausforderung für die Analyse einer Opernaufführung vor der Zeit der Audioaufnahmetechnik. Man kann nur auf das geschriebene Wort zurückgreifen und da herrscht die Subjektivität.
zumal es sich bei Mahler um einen sehr umstrittenen Operndirigenten handelt. Glücklicherweise stimmen die Wahrnehmungen seiner Gegner und seiner Befürworter in der Presse über fundamentale Aspekte seiner Interpretation miteinander überein. Und das ist ein Trost. Es bedeutet, dass das Wahrgenommene den Klangerscheinungen entspricht. Es lebe die kollektive Objektivität der übereinstimmenden subjektiven Meinungen. Es sind zwei Hauptaspekte. Erstens, Mahlers Fidelio klinge wie kein früherer, er klinge modern. Manche Gegner sowie manche Neutrale und auch Mahler wohlgesonnene Kritiker meinten, er klinge sehr bzw. zu sehr musikdramatisch, um im Sinne und Stil den des von Mahler verehrten Wagner. Ich habe Beispiele, ich lasse sie jetzt mal aus. Zitate, ich lasse sie jetzt mal aus. Zweiter Aspekt, es herrsche eine durchweg leisere Lautstärke als gewöhnt, bis auf die eingeschobene dritte Leonore Ouvertüre und das Finale, dann ließ Mahler es krachen. 1922 schwärmte der Kritiker und Malerbiograf Richard Specht. Der Fidelio von 1904 sei, Zitat, ganz auf Kammermusik gestellt und eine Intimität der musikalischen Seelenlaute, wie man sie bisher nicht von der Bühne vernommen hat. Der Kanon habe, das Quartett im ersten Akt, die, Zitat, die wunderbar verhaltene Wirkung von vier flüsternden Seelen. Es sind Kommentare wie diese, die mich zu meiner Meinung über Mahlers Hervorhebung des inneren Gefühlsdramas der Psychologie führen. Manche Rezensenten beanstandeten die leise Dynamik, die sie als eine Verschleierung der klaren melodischen Linien hörten und ihrer Meinung nach die düsteren Orchestralfarben und einen verdünnten orchestralen Klang wurde auch angekreidet. Im Deutschen Tageblatt kurz nach der Erstaufführung schrieb der Kommentator von einer, Zitat, Vermalerung der Partitur, die nicht etwa farbensatter instrumentiert, sondern instrumental verdunnt worden ist. Was wissen wir konkret über Mahlers Handhabung der Orchesterressourcen in Fidelio? Die Besatzung ist groß, Beethovens Besatzung ist groß, aber nicht unüblich in dieser Zeit von seinem Schaffen. Das Opernarchiv der Wiener Staatsoper besitzt die wichtigste Quelle, die Partitur, die ich mit meinem Wiener Kollegen John Wilson einsehen konnte. Und wir haben auch einige Einzelstimmen angeschaut. Sie gaben leider wenig her. Einige neue Attacke-Vermerke, nicht unwichtig, einige wenige Änderungen in der Dynamik, aber nichts Substanzielleres, wie etwa die Reduzierung des Klangkörpers. Es gibt auch keinen Klavierauszug mit Eintragung der Orchester und so weiter betreffend. Wir wissen aber ziemlich viel über die Aufführung der dritten Leonore-Ouvertüre vorm Finale. Mahlers Partitur ist verschollen, die Einzelstimmen jedoch erhalten. David Pickett, ein Experte im Thema Malerretuschen, veröffentlicht ein Essay darüber. Ich fasse seine Ergebnisse zusammen. Breitere Palette der Lautstärke in beiden Richtungen, geht alles auf Eintragung Mahlers, ja? In beiden Richtungen, der Musiker in den Stimmen, aber natürlich auf Mahlers Anweisung. Breitere Palette der Lautstärke in beiden Richtungen, Reduzierung des Streicherkörpers, zum Beispiel am Anfang des Allegro bei allmählich eintretenden Einzelstimmen bis zur Vollständigkeit und auch in Pianissimo-Passagen, Klangverstärkung durch Zufügung der Bratschen und vier Fagotten zu den Celli und Kontrabässen in der Durchführung und gelegentlich ein zweiter Holzbläserkorpus mit zurückhaltende Verwendung, mal nur eine Note. Liegt es nicht nahe,
trotz der Partitur, die wir einsahen, dass er für die ganze Oper ähnlich verfuhr, aber nur in den Stimmen. Pickett ist der Meinung, die Änderungen sind so bescheiden, dass sie kaum zu hören seien. Mahler habe Beethovens Klangvorstellung verstanden und unterstrichen, nicht etwa seine eigene aufgedrängt. Etliche Beurteilungen über Mahlers Dirigieren gehen von einem nahegelegenen Hintergrund aus. Mahlers unmittelbaren Vorgänger in Wien, Hans Richter. Man verglich ihre Stile, ihre Interpretationen. Gustav Schonecht, kein Freund von Mahler, hatte Richter in Bayreuth gehört. In Wien verurteilte er Mahlers Wagner-Aufführungen für ihre drastische Tempoveränderungen und seine grundsätzlich zu schnelle Tempi. Über Mahlers Fidelio-Tempi schrieb er nicht, aber sein Vorwurf über zu viel Musikdrama in Beethovens Oper lässt auf ein ähnliches Urteil schließen. Schönacht warf Mahler auch vor, zu sehr auf die, Zitat, versteckte Details zu fokussieren, eine Ansicht, die der neutrale bis malerfreundliche Julius Korngold teilte in Bezug auf Fidelio. Korngold bewunderte die Feinarbeit, befand aber, dass sie leider den dramatischen Fluss hindere. Vielleicht ist es etwas daran. Es passt auch, wenn man betrachtet, dass die Psychologie Maler so wichtig zu sein scheint. Aber seine engsten Unterstützer in der Presse hoben gerade diesen Aspekt seiner Interpretation als eine wunderbare Erneuerung hervor und attestierten eine präzise orchestrale Klarheit ohnegleichen, die viele neue Dimensionen eines jeden Werkes offenbare. Der Malerbiograf Richard Specht und auch Bruno Walter stellte Malers Geist und Sensibilität und sein Können als Theaterdirigent Richters muskuläre, Zitat, deutsche Kraft und seine Fokussierung auf das rein musikalische gegenüber. Nach Specht sei Richter kein Theatermensch, nur ein Orchester- und Sängermensch. Dieses Urteil verwundert ein bisschen. Immerhin war Richter von Wagner selbst auserkoren, hat sich die Vorstellung der modernen Theaterkunst in einem knappen Vierteljahrhundert so sehr geändert. In manchen Kritiken liest man mehr über die Kostüme, die Bühnenbilder, die Lichteffekte als über die Musik. Ein Verhältnis, das mich an viele Besprechungen seit dem Aufblühen des Regietheaters in der Oper erinnert. Weshalb der Fokus auf Roller? Vielleicht wurde die Neuartigkeit der visuellen Dimensionen noch neuartiger und radikaler als Mahlers musikalische Darbietung wahrgenommen. Immerhin, man hörte noch Beethoven, aber mal so ein ganz, ganz andere Bilder. Sicher ist, dass viele Kritiker die Bühnenbilder und Lichtgestaltung für zu stark und zu dominierend für diese Oper hielten. Dabei fanden fast alle Autoren die Bilder an sich schön. Wieder erklang dasselbe Lied, Fidelio sei kein Musikdrama. Wagnerische visuelle Elemente störten bzw. zerstörten seinen idealen Gehalt. Außerdem, im Zusammenhang mit der äußerlichen Stärke der Bühnenbilder wurde die gehörte Zurückhaltung im musikalischen Vortrag eventuell verantwortlich für eine Verschiebung der Kraftverhältnisse gemacht. Die, Zitat, göttliche Autonomie der Musik sei gefährdet, die Aufführung komme den Bedürfnissen eines Publikums entgegen, das mehr sehe als höre. Ab circa 1970 dient dieses Argument zahlreichen negativen Kritiken von Regietheaterinszenierungen. Worte wurde oft heftiger attackiert als Mahler selbst, eigentlich unfair, war durchaus eine Teamarbeit.
So, wir haben schon drei Viertel. Ich muss, wenn ich weiterlesen jetzt würde, ich würde etwas über Felix Weingartners Fidelio lesen. Das war eine direkte Auseinandersetzung mit Mahler. Weingartner war Mahlers Nachfolger an der Oper. Und ich habe auch einiges zu sagen über Anlehnungen an Mahlers Interpretation in künftigen Produktionen. Aber wir können es erstmal lassen und die Diskussion beginnen. Und wenn es solche Fragen gibt, dann kann ich gerne auf diesen Themen zurück. Ich denke, das wäre das Bessere. Arnold, oder willst du, dass ich noch lese? Schwer zu sagen. Also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank als Danke. Kleines Zwischenfazit und Applaus, so man das virtuell einblenden kann. Natürlich würde ich sehr gerne noch über Weingartner und die weitere Entwicklung hören, aber vielleicht geben wir gerne den Teilnehmerinnen die Gelegenheit, Fragen zu stellen und eine kurze Diskussion. Ich finde das ganz in Ordnung. Wenn jemand möchte, Sie können mich anschreiben und dann kann ich Ihnen eine Datei schicken. Das ist allerdings weder veröffentlicht noch ganz fertig. Also nicht alles ist rein, aber es steht schon für sich und das kann ich gerne machen. Ja. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Wenn ja, bitte das Mikrofon anschalten. Da ich noch keine Frage sehe oder noch keine Frage höre, erlaube ich mir selbst, gleich eine Frage zu stellen. Erstmal nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für diesen wunderschönen und ausdifferenzierten Vortrag über Mahlers und Rollers Fidelio-Interpretation. Gleich am Anfang hast du ja das auch in einen Kontext gestellt mit anderen Aufführungen, die an Mahlers Tradition anknüpften oder sogar schon vor Mahler ähnliche Interpretationen zu Fidelio eingeführt haben, also Otto Nicolai sogar schon der Erste, der die Leonoren-Ouvertüre Nummer 3 eingefügt hat. Besonders faszinierend fand ich auch Wieland Wagner 1954, das Stück direkt mit dem Quartett beginnen zu lassen. Also diese gewisse Genanz gegenüber den, sagen wir, komischen Teilen oder singspielhaften Teilen von Fidelio, die möglichst zu eliminieren, bei Mahler deutlich in der Ausgrenzung der Goldarie. Aber wenn man wirklich gleich mit dem Quartett beginnt, ist das eigentlich natürlich ein ganz anderes Stück. Was aber auch nicht schadet, insofern als die Vorgeschichte zwar bekannt ist, aber man gleich in diesem Mir ist so wunderbar, in diesem Quartett, in einer völlig anderen Welt gefangen ist. Mhm. Also wie weit würdest du gehen in der gleichsamen Legitimierung solcher Eingriffe? Es gibt ja eine andere Aufführungstradition, die du jetzt nicht erwähnt hast, was man aber auch häufig hört, die Dialoge komplett wegzulassen, um auch die Peinlichkeit der Dialoge oder die angebliche Peinlichkeit der Dialoge auszublenden. Ein Eingriff, der in eine ähnliche Richtung zielt. Und am Anfang hattest du ja auch das Mahler-Zitat gebracht, also Fidelio als die Oper aller Opern. Aber wir wissen sehr wohl, dass Fidelio nicht die Oper aller Opern ist, sondern eine der problematischsten und dramaturgisch auch wirklich von Brüchen durchzogenen Oper. Das heißt also, diese Eingriffe sind nötig, um aus Fidelio die Opern aller Oper zu machen. Ja gut. Das sind einige Fragen. Ich beginne mit einem Hinweis, mit dem Hinweis darauf, dass die Goldarie auch aus der zweiten Fassung 1806 gestrichen wurde. Also selbst dann hat man hat man das als irgendwie problematisch empfunden, aber dann kam die Arie wieder rein in der Fidelio-Fassung von 1814. Ich glaube schon auch, es gab, das ist eine lange Geschichte mit dem gesprochenen Text,
Man übte von vor immer gleich die Kritik an dem gesprochenen Text ist ein Bestandteil der Rezeptionsgeschichte der Oper, obwohl der gesprochene Text auch seine Befürworter hatte und manche behaupten, wenn man über schauspielerische Begabung, Talent verfügt und den Dialog überzeugend hervorbringt, dann ist es eigentlich nicht so problematisch. Ich selber in meiner Kleinigkeit habe den gesprochenen Text nie so furchtbar schlecht wahrgenommen, wenn man das ganz neutral liest. Ich denke, das ist auch die Kritik an dem gesprochenen Text, ich glaube, hängt damit zusammen, dass man zu sehr ein Musikdrama aus dem Werk machen will und sehen will oder ein ganz großes philosophisches Werk, wie es vielleicht ist. Aber die Dramaturgie, die ja nach dem französischen Vorbild zurückging, die Dramaturgie hat etwas in sich. Und ein Regisseur sagte, es kann überall passieren, auch wo man sich heimisch und auch in der kleinbürgerlichen Idylle. Und das ist ein sehr guter, das ist eine Weisheit, das ist eine Einsicht in die Legitimität des sogenannten Buffer-Anfangs. So sehe ich das. Aber ich glaube, ich habe nicht alle Fragen beantwortet, nur einige. Was ist noch zu sagen? Was ist noch zu beantworten? Also das waren sehr viele Antworten. Vielen Dank. Okay. Ich darf von der Technik sagen, dass also gerne jetzt alle Mikrofone freigeschaltet werden können. Also zögern Sie nicht, eine Frage einfach in den Raum zu werfen. Ja, und ob was etwas nicht klar war oder ob Sie noch ein Slide sehen möchten, ich bin zu allem bereit. Vielleicht wäre es auch nett, wenn wir, im Text gibt es einen Abschnitt über Nachfolgemalers in der Inszenierungspraxis, Unrollers. Direkt Bruno Walter, 1911, soll ich sagen, Weingärtner verbannte die Bilder von Roller, brachte die Goldarie wieder rein, brachte einen traditionellen Chorauftritt in den Gefangenenchor. Er wollte zu dem Ur-Fidelio zurückkehren. Ja, das war seine Idee, obwohl er auch einige Brüche einführte, die eigentlich nicht uninteressant sind. Weingärtner blieb nicht lange in Wien. Sein Fidelio war ein Flop. Insgesamt war es keine gute Zeit für die Oper und er ging nach einigen Jahren wieder. Walter kam 1911 zurück, nicht fest, aber er war in Wien längere Zeit. Doch, es war fest erstmal, für einige Jahre, richtig. Und natürlich brachte er die Rollerbilder wieder rein und er strich die Goldarie und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt zeigen, auch einfach, weil die Bilder schön sind. Hier ist Rollers Bild für das zweite Finale. Ja, das habe ich besprochen. Offenheit. Es gibt zwei Tendenzen für diese, bis alles gelockert wurde in den letzten etwa 50 Jahren. Aber bis dann zwei Tendenzen. Die Umrahmung ist im Hof, wie wir sahen in dem Bild von 1935 in Berlin, und die mehr offene Bühne. Und das hat wirklich eine Tradition begonnen.
Das ist das berühmte Bühnenbild von 1927 in der Kohl-Oper unter fällt mir nicht einen Moment. Das ist kubistisch, aber es ist mehr oder weniger dieselbe Konzept. Und die vielen Treppen, wenn man sich, wenn man kennt, wenn man weiß, was Walz gemacht hat in Wien im letzten Jahr mit Treppen, das war, das geht teilweise auf diese Tradition zurück. Noch eins, sehr, sehr, in sehr herkömmlichen Sinne, aber immer diese freie Bühne. Ja, das sind mehr Zeichnungen. Ja, und das ist das Bild, das ich zeigen wollte, die Idee, dass ganz am Ende des ersten Aktes, dass die beiden runtergehen in den Kerker. Ja, okay. Ja, vielen Dank. Wir haben mittlerweile drei Fragen aus dem Chat. Oh, prima. Die Teilnehmer doch nicht ihre Mikrofone einschalten, okay. Sodass ich diese drei Fragen gerne vorlese. Zunächst von Johannes Ziliakis. Könnten Sie uns vielleicht noch mehr über die Skizzen erzählen oder auch noch weitere Skizzen zeigen, weil sie besonders interessant sind? Ich schließe die beiden anderen Fragen gleich an von Lorenzo Sules. War es damals üblich, einen so großen Streicherkorpus für Beethoven zu haben, zum Beispiel mit 10 Kontrabässen? Und eine Frage von Joachim Veit, den ich an dieser Stelle auch ganz herzlich begrüßen darf, aus Detmold zugeschaltet. Geht auch zu der Streicherbehandlung, aber in eine andere Richtung. Eine Frage zur Erwähnung des kammermusikalischen Musizierens. Deutet die Behandlung der Leonoren-Ouvertüre doch auch auf eine Reduktion, zum Beispiel der Zahl von Streicherstimmen, obwohl man im Material nicht sehen kann? Oder funktionierte das bloß über Dynamik etc.? Das wäre also die Frage von Joachim Veit. Alle drei Fragen angekommen? Ja, eventuell wirst du wiederholen müssen. Ich schaue auf meine kurze Zusammenfassung von die Untersuchung der Stimmen zu der Ouvertüre. Was hat er denn geschrieben? Das muss ich erstmal finden. Ja. Er hat eine Reduzierung des Streichkorpus festgestellt. Einige Reduzierungen. Zum Beispiel am Anfang des Allegro, bei allmählich eintretenden Einzelstimmen bis zur Vollständigkeit und auch in Pianissimo-Passagen. Auch Klangverstärkung durch Zufügung der Bratschen in manchen Stellen, wo sie nicht von Beethoven aktiv waren, und vier Fregatten zu den Celli und Kontrabässen in der Durchführung. Und sogar, da war ein zweiter Holzbläserkorpus mit zurückhaltender Verwendung, mal nur eine Note, die er ein ganz besondere Emphase geben wollte. Das sind die Zusammenfassungen von Herrn Pickett's, von David Pickett's Untersuchungen zu den Stimmen, nicht zu den Partituren. Nun, John Wilson und ich haben die Partitur der Oper, die etliche Dirigenten benutzt haben, aber wir konnten mal als Handschrift, das heißt John konnte, und er hat mir geholfen, von anderen auseinanderhalten, ja? Obwohl das nicht so leicht ist. Und wir haben auch Stimmen angeschaut, und solche Reduzierungen und Vergrößerungen haben wir nicht gefunden. So, die Frage besteht, hat er einfach mehr getan für die
für den Vortrag der Overture als für die Oper. Das würde mich sehr wundern. Übrigens, es gibt keine Malerpartitur des Werkes in New York. Da habe ich mich erkundigt, weder Partitur noch Stimmen. So, diese Quelle gibt es nicht. Ja, aber es wundert mich schon ein bisschen. Ist das, beantwortet das die Frage ausreichend? Gut, gerne, ja. Dann war ein über den Slides, ja? Nicht über die Skizzen und was noch, Arnold? Und über die generelle Besetzung der Streicher, also die gerade 10 Kontrabässe, die außerordentlich viel natürlich aufgefallen ja. 17. Naja, das war nicht zu Beethovens Zeit. Nee, eben, natürlich. Zu Mahlers Zeit, ja. Das war zu Mahlers Zeit. Wahrscheinlich ist das, darum habe ich mich nicht gekümmert, wie die originale Besetzung aussah in Wien. Es kann sein, dass wir das wissen, aber es war bestimmt etwas kleiner. Aber das ist Mahler. Ist das außergewöhnlich für die Zeit? In einem großen romantischen Orchester? Glaube ich nicht. Nein, glaube ich auch nicht. Man müsste natürlich, also der Fragensteller Lorenzo Sules ist auch zufrieden. Er hat im Chat geschrieben, ja genau, vielen Dank. Okay, man könnte natürlich jetzt die allmähliche Vergrößerung des Orchesters von Beethoven bis Mahler nachvollziehen im Einzelnen. Das wäre sicher interessant und ich glaube, da ist auch noch viel zu tun, was die genauen Orchesterbesetzungen betrifft. Ja, ja. Dann zu den Skizzen. Wie gesagt, die sind einfach wunderbar. Manche sind nur blau und schwarze Tint, blau für die eigentliche Skizze und schwarz für die Anweisungen. Während die letzten Gefangenen die Kerkertreppe hinabsteigen, wendet sich Rocco mit Leonora des Gesangs nach. Ach, es geht doch nicht. Ich dachte, ich konnte Ihnen das lesen. Aber gut, sehr, sehr detaillierte Anweisungen. Auch so, was die einzelnen Soldaten machen sollen. Dann gibt es in anderen Mann. Oh, ich kann das nicht wieder zusammenziehen, damit ich. Ach so, ja, okay. So. Das ist in der Kerker-Szene. Der Schluss der Kerker-Szene. Auf die letzte Note des zweiten Trompetensignals mache ein mehrmals Bewegungszug, glaube ich. Ich kann es nicht ganz lesen, leider. Aber Sie sehen wieder, wie detailliert das ist. Das sind Spots, Lichtquellen. Ja. Warum manches in schwarze Tinte ist, manches in rote Tinte ist, weiß ich nicht. Ich habe lange mit einer der Mitarbeitern in dem Museum gesprochen, die dieses Klavier, den Klavier also ziemlich gut kennt. Und sie konnte auch keinen Reim daraus machen. Es konnte sein, wenn man 6 Monate verbringt oder 3 Monate verbringt, jede Seite wirklich vergleichend
analysieren würde, würde man vielleicht zu Ergebnissen kommen. Ob manches nachträglich eingetragen worden ist. Schwarz war die Hauptfarbe für die geschriebene Anweisung. Vielleicht kam das Rote dazu später. Aber wie gesagt, kann ich das nicht. Wenn ich da nachfragen darf, mir scheint es hier so zu sein, dass die rote Farbe, also dass sich die Informationen immer an andere Abteilungen sozusagen richten. Also die schwarzen Einträge sind ja hier für die Darsteller auf der Bühne und die roten offenbar eher technische Anweisungen. Oder ist das jetzt ein Kurzschluss? Man muss ja auch überlegen, diese durchschossenen Klavierauszüge fanden ja in der Praxis viele Jahre oder Jahrzehnte Verwendung. Die malersche und rollersche Wiener Produktion, wie lange blieb die im Repertoire eigentlich? Das ist ja jetzt das Material aus Berlin, aber wir wissen ja auch aus heutigen Inszenierungen der Wiener Staatsoper, dass wir zum Teil noch 50 Jahre alte Produktionen sehen können. Ich glaube, ich kann die Antwort ich habe das. Erstmal war es aus während der Weingartenzeit, dann restauriert von Walter. Augenblick mal. Nein, das habe ich nicht. Aber ich weiß, dass in den 30er Jahren hat Roller neue Bühnenbilder für Fidelio entworfen. Ich habe so, nein, nicht hier. Er hat sogar ein für die Schlussszene eine nicht so freie Bühnenbild entworfen. Mehr im Hof mit zwei Mauern auf beide Seiten. Ja, beide Seiten. Und das war vielleicht, ich weiß nicht genau mehr, das Jahr dieser Aufführung, aber Roller florierte in der Nazizeit. Hitler hat ihn bewundert. Und es kann sein, dass die Bühnenbilder im Einklang mit den herrschenden politischen Verhältnissen. Das mag ja sein. Auf jeden Fall in den 40er Jahren, ich kann mich an ganz neue Bühnenbilder erinnern. Und ich glaube nicht, dass die Maler-Sets noch in Wien, sie werden nicht verwendet. Sie werden einfach nicht verwendet. Man konnte die ganze Inszenierung wieder ins Leben bringen, weil alles da ist. Ja? Wir wissen, was Maler machte. Bezüglich Satzstreichungen und Leonore. Wir haben einige Hinweise auf seine Deutungsstil und wir haben die Gemälde und den Skizzen von Roller. Das wäre nicht uninteressant. In New York hat man die Rollerbilder für einige Zeit bis 1917 benutzt. Ab als Amerika in den Ersten Weltkrieg kam, es gab eine solche große Welle anti-deutsch Gefühle, dass
dass alle deutschsprachige Opern aus der Repertorium des Metz gestrichen wurde. Nur allmählich wurde sie wieder eingeführt in den 20er Jahren. Fidelio wurde 10 Jahre lang nicht aufgeführt in New York, erst 1927 wieder. Während des Zweiten Weltkriegs hat man das nicht wiederholt. Man spielte Wagner, man spielte Beethoven, man spielte Maria von Weber. Ja, dass man noch an Wagner hält, ist interessant. Aber so war es. Ja. Noch Fragen oder Dias wünschen? Also im Chat sind jetzt derzeit keine weiteren Fragen. Viele Danksagungen allerdings zu sehen. Das ist schön. Gibt es weitere Fragen? Vorerst ist das nicht der Fall. Wir sind ja auch schon, die Zeit ist auch schon weit fortgeschritten, ja, sodass wir, glaube ich, in die Zielgerade einbiegen können. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Glenn Stanley für diesen wunderschönen Vortrag und vielleicht auch die Perspektive einer Roller-Renaissance, wenn man die Inszenierung tatsächlich mal wiederbeleben könnte. Es ist ja geradezu ein Trend, in der letzten Zeit auch alte Inszenierungen wieder neu aufzulegen. Vielleicht wäre das für Roller und Maler eine wunderbare Gelegenheit zu einer solchen Renaissance. Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Beitrag und für die tolle Gelegenheit, dich aus Berlin zu erleben, aus dem eigenen Wohnzimmer, gewissermaßen mit Blick auf die Stuckdecke und die schönen Berliner Altbauwohnungen, so wie wir sie kennen und lieben. Ja, vielen Dank. In der nächsten Ich danke, Woche. Das hat mir eine große Freude gemacht. Und wie gesagt, schreiben Sie mich. Sie finden mich an der BSA-Website oder ja, Sie finden mich irgendwie, wenn Sie den Text wünschen oder irgendwelche andere Fragen haben, werde ich gerne darauf reagieren. Und einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Danke auch allen, einen schönen Abend. Nächstes Jahr in Köln. Genau, auf jeden Fall. Genau. Schönen Abend, tschüss. Tschüss. Danke. Ich danke, es war sehr nett.